Hallihallo und herzlich willkommen zu 5 Tipps zu euren Begleitern, ihr Lieben. Erstens, Allgemeines. Warum eigentlich Begleiter? Das ist relativ einfach, nämlich jeder Begleiter bietet euch ein umfassendes Paket an Fähigkeiten, euch geht es aber meist im Speziellen eher um die Fähigkeiten, die weiter hier unten auftauchen. Und natürlich, wenn ihr einen Kämpfer haben wollt, ne, dann geht es euch auch natürlich um die Kampffähigkeiten und die sind immer ein netter Plus. Gerade am Anfang können diese Kampffähigkeiten ungemein stark sein. Aber wie findet ihr jetzt Begleiter? Dafür geht ihr aus allen Fenstern raus und drückt einmal N. Danach klickt ihr auf Helden, klickt hier die Kultur klein, dass hier Platz wird und dann klickt ihr in Wanderer rein. Das sind alles Begleiter, die ihr euch holen könntet. Natürlich immer abhängig nach eurem Clan-Level, wie viele ihr gerade dabei haben könnt. Das ist klar. Wie findet man sie dann genau? Ihr wählt euch einen x-beliebigen an, sagt, hey, den finde ich cool. Dann steht hier oben meistens der Ort. Nicht immer, manchmal ist das etwas veraltet, so wie in Warband an die alten Hasen. Dann klickt ihr da oben drauf, markiert die Stadt, wo er gerade ist. Bäm, schon ist sie markiert. Der wäre in Argoron gerade. Und da könntet ihr jetzt hingehen und ihn euch holen, wenn er noch da ist, wenn ihr da seid. Aber sie sind relativ lang in der Taverne, etwa eine Woche, anderthalb. Also das reicht meistens schon ohne Probleme aus. Warum nicht, Mr. Green? Das ist relativ einfach. Ich gebe keine speziellen Vorschläge, welche Begleiter jetzt die besten oder die schlechtesten sind. Das müsst ihr schon selber ein bisschen für euch selbst herausfinden. Welche zu euren Spielstil passen, welche ihr gerne haben wollt, welche ihr auch einfach aus RP gründen wollt oder welche ihr einfach cool findet, ja? Also da müsst ihr schon selber gucken. Ich gebe nachher aber ein paar kleine Anmerkungen, was sich besonders lohnt. Zweitens, die Symbole. Wie ihr schon mal gemerkt habt, haben die Begleiter unter ihren Namen Symbole. Was hat es damit auf sich? Da habt ihr euch wahrscheinlich schon im Internet die Hacken danach abgesucht und habt nichts dazu gefunden. Das ist leider im Allgemeinen auch gerade der Kontext. Es gibt sehr wenig darüber. Alles, was ich weiß, beruht auf Beobachtungen und teilweise auch auf den Daten, die im Hintergrund ablaufen. Was haben die Symbole also jetzt auf sich? Also, nach meinen Beobachtungen her mehrere Dinge. Und zwar, erstens, wie reagieren sie auf eure Handlungen? Zum Beispiel, ist er hier hinterhältig? Der wird wohl eher kein Problem haben, wenn wir ein Dorf und Dorfbewohner überfallen. Jetzt zum Beispiel meine Heilerin. Die hat auch Ehre. Ja, er zum Beispiel. Der ist barmherzig. Ihm wird das wahrscheinlich überhaupt nicht gefallen, wenn wir Dörfer überfallen. Das ist die Sache, die ich euch ganz sicher sagen kann. Ja? Wie sie auf eure Handlungen reagieren, hat das Einfluss. Im Deutschpatch ist das relativ gut übersetzt. Da könnt ihr euch mal reingucken und euch mal überlegen, was bedeutet das jetzt? Zum Beispiel, er ist wagemutig. Der wird es wahrscheinlich ziemlich genial finden, wenn wir auch Schlachten schlagen, die etwas, ja, etwas schwierig sind. Siehe mein letztes Let's Play, wo wir mit 40 gegen 80 kämpfen und einiges verloren haben, aber am Ende die Schlacht gewonnen haben. Und wenn er jetzt feige wäre, wäre wahrscheinlich dann so, warum haben wir die Schlacht geschlagen? Ihr versteht, denke ich, relativ gut, worauf ich hinaus will. Im Übrigen habt auch ihr selber diese Art Symbole, plus bei euch werden sie nicht angezeigt. Kurzzeitig, wenn ich mich nicht recht trüge, wurden sie hier bei Eigenschaften angezeigt. Oder auch später, wenn ihr gewisse Handlungen übertreibt, zum Beispiel das Hinrichten von Lords, wird hier ungnädig und so weiter angezeigt. Was hat das bei euch für einen Einfluss? Wenn ihr zum Beispiel mit Lords in Verhandlungen tretet und zu ihnen sagt, hey, schließt euch mein Königreich an, dann reagieren sie auf gewisse Sachen sehr positiv, auf andere Sachen sehr negativ. Und darauf hat das auch Einfluss. Meine Vermutung ist, dass dies auch bei den Begleitern der Fall ist. Wenn sie zum Beispiel in den Gruppen, also hier eine neue Gruppe erstellen, das habe ich euch schon mal erklärt, durch die Lande ziehen und auf einen feindlichen Lord treffen, dass das später auch mal angedacht ist, dass sie auch frei entscheiden können, handeln können ein bisschen, also jetzt nicht für euch Frieden oder Krieg schließen oder sowas, aber schon wie feindliche Lords auf sie reagieren oder allgemein andere Lords. Wie gesagt, das beruht aber rein auf Vermutung. Das andere kann ich euch sicher sagen. Drittens, die Rollen. Ihr könnt euren Mitgliedern Rollen zuteilen. Die richten sich immer nach einem gewissen Skill. Und das erkläre ich euch kurz. Ihr habt als erstes die Rolle des Speers. Die Rolle des Speers richtet sich ausschließlich nach dem Spähen-Skill. Logisch, oder? Nun ja,
Auf jeden Fall, was macht ein Speer? Ihr könnt natürlich weiter die Sachen entdecken, also weiter Hideouts von einer größeren Entfernung entdecken. Sie sind etwas schneller, sie können Spuren besser lesen und so weiter und so fort, was halt ein Speer so tut. Kennt ihr doch. Als nächstes haben wir die Heilerin und hier kommen wir genau zum Problem, was ich später dann sogar noch ein bisschen näher euch erläutern mal werde. Aber egal, meine Heilerin zum Beispiel hat Heilen auf 60, Chirurg und Heiler, ist glaube ich selbsterklärend, was sie machen, oder? Dann haben wir zum Beispiel den Ingenieur. Der Ingenieur ist dafür zuständig, wie schnell ihr nach einer Belagerung Mauern wieder aufbauen könnt und alle Aufbausachen während einer Belagerung. Auch soweit eigentlich relativ einfach und relativ klar. Dann kommen wir zu einer bisschen in einer spezielleren Sache, nämlich zu Steward. Wo haben wir's? Da, Steward aka Verwalter. Das braucht ihr nämlich für Quartiermeister. Ihr werdet keinen normalen Begleiter finden, der Steward hat. Deswegen eignet sich's am Anfang, wenn ihr euch selber da reinpackt. Bei Steward aka Quartiermeister ganz wichtig, ihr Lieben. Sobald ein Begleiter einen höheren Skill hat als ihr, setzt ihn da ein. Andersrum, noch wichtiger, sobald euer Verwaltenskill den eines Verwalters, den ihr festgelegt habt, hier zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, Rattan, du mit 0 Punkten wirst jetzt mein Quartiermeister, wir haben aber einen höheren, tut euch sofort selbst wieder als Quartiermeister hinzufügen und ihn rausnehmen. Ansonsten, weil Quartiermeister auch für die Gruppengröße verantwortlich ist, werden euch Leute wegrennen, wenn ihr schon am Maximum eurer Armee seid. Da ganz sehr aufpassen, ihr Lieben. Viertens, welche Begleiter sind denn jetzt eigentlich sinnig? Nun, das ist wieder so eine Sache. Also zumindest erst einmal für jede Rolle ein Begleiter. Also ein Ingenieur, ein Speer, ein Quartiermeister und ein Chirurg. Quartiermeister hatte ich euch schon was gesagt, aber da gibt es bei fünftens bei Adligen noch eine Anmerkung dazu. So, die sind schon erstmal meiner Meinung nach schon fast existenziell, weil sie pushen euch massiv hoch. Als nächstes, wen ich immer dabei habe noch, ist einer, der Banditentum recht hoch hat. Damit pusht ihr einfach nochmal massiv euren Erlös aus, ja, aus Sklaven und so weiter hoch, auch wenn ihr ihn hier nicht zuteilen könnt. Ja? Also, das beachten im Hinterkopf und dran denken. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum mitnehmen, weil ihr könnt sie ja nicht explizit selber skillen. Könnt ihr schon, dauert aber länger. Und ihr könnt im Übrigen hier oben immer switchen, was für Skills sie ausgewählt haben. Das heißt, ihr könnt euch wirklich auch angucken, was bringt das, ja? Also, was für Traits haben sie erlernt, wenn es zum Beispiel so zwei immer zur Auswahl gibt. Was haben sie erlernt? Wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Braucht ihr das oder braucht ihr das nicht? Das ist ganz wichtig, behaltet das im Hinterkopf. Ab und an kann es noch ratsam natürlich sein, sich einen Kämpfer mitzunehmen. Gerade am Anfang können Kämpfer euch sehr massiv pushen. Das ist aber wirklich Geschmackssache, ob ihr die Plätze auf einen Kämpfer, ich sag mal, verschwenden wollt oder eben halt auch nicht. Und dann kommen wir schon zum letzten, nämlich zu den Adligen. Warum ist das ein Sonderpunkt? Ganz einfach. Die Adligen, die könnt ihr heiraten. Nicht jeden davon, da müsst ihr ein bisschen suchen gehen, aber ihr habt verschiedene Adlige. Idrun ist nämlich so ein sehr gutes Beispiel für eine sehr, sehr, sehr gute Heiratskandidatin. Warum? Ich hatte euch vorhin erzählt, dass es nur sehr wenig Begleiter mit einem hohen, ja, Verwalter-Skill gibt. Und sie ist einer dieser Adligen. Nochmal Achtung, die müsst ihr heiraten. Das ist die Tochter von Oleg. Ja. Sie hat 100 Punkte in Verwalter. 100 fucking Punkte. Was ist falsch mit ihr? Ah, egal. Hat nochmal 80 Punkte im Handel und nochmal 60 in Charme. Also, alter Verwalter, die startet halt richtig dick rein und dann kann man sich wirklich überlegen, möchte ich denn heiraten, möchte ich sie mitnehmen, weil es gibt nämlich noch einen Vorteil, Familienmitglieder, ihr Lieben, zählen nicht zu eurer Begleitergrenze und ihr könnt sie dennoch ausrüsten. Warum sage ich Familienmitglieder? Auch eure Kinder sind davon eingeschlossen, die werden größer und erwachsen und können irgendwann kämpfen. Egal, das machen wir in einem späteren Video. Das war's schon wieder zu 5 Tipps zu euren Begleitern. Ich hoffe, es hat euch wieder geholfen. Bleibt mir gesund da draußen und habt noch einen schönen Tag. Tschüss!